Willkommen zurück zu einer neuen Folge Sunken Land im Let's Play hier bei Order Barbarin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir wollten, glaube ich, Gummi holen. Ich würde sagen, wir legen gleich los, ne? Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir reisen zurück zum Dorf, würde ich sagen. Das passt alles hier. Ja, wollen wir noch vielleicht kurz was essen? Ich glaube, wir essen noch schnell was, ne? So, unsere Basis sieht echt schon ganz geil aus, ne? Ich bin ganz zufrieden damit. So. Na, ich nehme jetzt nichts mit. Doch, ich nehme was mit. Ich hau mir... Ach, scheiße, jetzt habe ich den... Jetzt habe ich den Lungenfunktionsbooster so reingehauen. Jetzt wird der nicht mehr wirken dann, wenn wir... Ach, Barbarin, was machst du nur? Was machst du nur? Was machst du nur? Egal. Macht nix. Wir reisen zum Dorf. Auf geht's. Ich möchte ja diese Taucherflasche haben. Unbedingt. So, wir richten unser Segel mal ein bisschen aus, in der Hoffnung, dass es ein bisschen schneller geht gleich. Schaut gut aus. Wird schon. Auf zum Dorf. Für besseren Loot. Hoffentlich ein bisschen Gummi. So, ich glaube, wir sind da, oder? Sind wir da? Sind wir da? Sind wir schon da, Mama? Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Mein Schiff ist kaputt. Okay. So. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo wir schon waren und wo wir noch nicht waren. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem hier. Es ist ein paar Tage her, dass ich zuletzt aufgenommen habe. Ich hatte ein bisschen Stress. Ich weiß auch gerade tatsächlich nicht, wie viele Videos täglich künftig erscheinen werden. Ich bin tatsächlich gerade so drauf und dran zu sagen, wir belassen es künftig bei 2 Videos am Tag. Die Frage ist dann nur, welche Videos oder welche Projekte da quasi im Wechsel erscheinen. Ich bin tatsächlich so ein bisschen geneigt zu sagen, wir lassen Cyberpunk und Sunken Land im Wechsel erscheinen. Oh ja, da ist Gummi. Sehr schön. Und dann Tribe vielleicht im Livestream oder so. Mal gucken. Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, wie wir es machen. Was ist denn aktuell euer liebstes Projekt auf dem Kanal? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Ich sag's ja immer wieder, ich mache das ja hauptsächlich für euch. Auch so ein bisschen für mich. Ja, Spaß muss es mir ja auch machen. Aber ich bin relativ offen, was Projekte angeht. Ich freue mich, wenn Projekte gut geklickt werden. Ich freue mich, wenn Kommentare kommen, wenn Likes kommen. Das reicht mir. Ja, das ist alles, was ich brauche. Ich muss sagen, Sunken Land finde ich immer ganz geil, weil das ist so ein bisschen entspannt, ne? Das birgt so ein klein wenig Entspannung. Da muss ich nicht großartig nachdenken, welche Konsequenzen haben meine Entscheidungen, die ich im Spiel treffe. Was passiert, wenn ich X mache? Verpasse ich dann vielleicht was Wichtiges von der Story? Nö. Weißt du, hier gehe ich auf Tauchgang und im schlimmsten Fall, wenn ich Mist baue, dann sterbe ich. Das ist nicht wild. Ich verpasse nichts. Das mag ich allgemein ein bisschen an den Survival-Spielen. Du kannst im Prinzip nicht viel falsch machen. Im schlimmsten Fall brauchst du für alles länger. Aber so richtig scheitern
kannst du in diesen Spielen eigentlich gar nicht, ne? Das finde ich ganz angenehm. So in Baldur's Gate zum Beispiel, da muss ich immer nachdenken und überlegen, welche Konsequenz könnte mein Handeln haben, wenn ich jetzt böse bin oder eine böse Entscheidung treffe. Hier baue ich den Schwefel ab und dann ist er weg, ne? Das ist ganz schön. Ich glaube aber mittlerweile trotzdem, dass 3 Projekte einfach wirklich zu viel sind für diesen Kanal. Zumindest von Seiten YouTubes. Es scheint so, als würde YouTube das überhaupt nicht mögen, dass ich aktuell so viele Videos veröffentliche. Also ich glaube... Ach, guck mal, da sind die Waffenteile. Cool. Warte mal, dann schmeißen wir die doch weg. Samen haben wir genug. Dann können wir die Waffenteile nämlich mitnehmen. Nice. Das war dieses eine Haus, glaube ich, ne? Was wir gesucht und nicht mehr gefunden hatten. So. Ja, wie gesagt, YouTube scheint das überhaupt nicht zu mögen, was wir hier machen. Oder was ich hier mache. Na, lass uns mal was futtern. Okay. Sag halt, wenn du nicht möchtest, dass ich was einlager. So. Gut, wie sieht's denn aus? Prozentual 80%. Ah ja, jetzt wird's langsam schwierig, ne? Jetzt wird's langsam schwierig, hier noch was zu finden. Auf dem Dorf. Vielleicht sollten wir so langsam aber sicher den Ort wechseln. Ich meine, hier oben gibt's noch was aus Holz, habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Eine Dartscheibe, geil. Ich glaube, es ist auch allgemein zu viel an Projekten gerade. 3 Projekte oder 3 Videos am Tag. Ich glaube, da mute ich euch zu viel zu. Deswegen denke ich mal, werden wir auf 2 runtergehen demnächst. Mal schauen, was wir dann im Wechsel so abliefern. So, ich nehme jetzt hier noch den Schwefel mit und da drüben habe ich, glaube ich, gerade noch Kupfer gesehen. Den Gummi, den wir bräuchten, haben wir jetzt nicht bekommen, aber... Gut, sei es drum. Oh, das sieht auch noch... Ist da noch was? Nee, da ist gar nichts, ne? Okay. Gut, dann holen wir uns hier den Schwefel. Und Kupfer oder Eisen, was das war. So, nochmal hoch. Und da drüben, da. Da unten. Nee, da. Da. Da unten. Da unten ist noch was. Ja, wir haben noch genug Platz. Da ist auch was. Haha. Wild. Wir brauchen dieses Aufspürgerät gar nicht, ne? Wir machen das sehr gut so. Wir kommen ganz gut zurecht, gerade. Oh, jetzt aber schnell, du. Da ist auch schon das nächste Gebäude. Wow. Ich hab's gerade ernsthaft geschafft, ne? Ich hab keinen Schaden davon getragen. Nice. Cool. Okay, ich glaube, das Dorf... Ja, 80%. Irgendwo ist bestimmt noch ganz viel tolles Zeug da unten. Da sehe ich noch Schrott. Was ich jetzt noch sehe, nehme ich noch mit. Aber ich werde jetzt nicht gezielt hier nach irgendwas suchen. Hier ist nochmal Schwefel auch. Passt das noch rein? Ja, locker. Was ich kriege, das nehme ich noch. Aber ansonsten... Ich glaube, das Wichtigste aus dem Dorf haben wir mitgenommen, ne? Den Traktor aus der letzten Folge nämlich. Der war's, Leute.
Der hat richtig was gebracht. Also er war tatsächlich gar nicht mal so mies, ne? So. Lass mal gucken, was ist denn? Ach, das ist ein Schatten. Geil. Funktioniert auch alles, ne? Ist hier noch was? Nee. Gut, also was mir jetzt noch auffällt, das nehme ich noch mit. Auf dem Weg zurück. Aber ich glaube, das meiste haben wir hier ist noch eine Rotalge. Da habe ich so das Gefühl, die lohnen sich tatsächlich ganz schön. Ah, Schwefel. Komm. Nehmen wir auch mit. Schwefel, Schwefel, Schwefel. So. Da hinten ist auch noch irgendwas. Schwefliges oder so. Ne, das ist Kupfer. Nehmen wir auch mit. Immer gut. Also ich mag Sankenland. Ich muss ehrlich sagen, so als ich das erste Mal gestartet habe damals, vor 5 Jahren, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Was hast du dir da nur angetan? Es ist ja so, ich habe das Spiel oder den Key zum Spiel vom Publisher gestellt bekommen. Und es wird jetzt nicht erwartet oder so, dass du da das Allerbeste drüber sagst, ne, über das Spiel. Das wird nicht erwartet. Es wird auch eigentlich gar keine Meinung vorgeschrieben oder so. Also alles, was ihr immer von mir hört zu irgendwelchen Spielen, das ist tatsächlich meine eigene Meinung. Ich werde nicht bezahlt oder so für das, was ich hier sage. Aber es wird halt, sage ich jetzt mal, schon erwartet, dass du zumindest ein Video dazu machst. Und als ich das Spiel das erste Mal startete, habe ich mir gedacht, ach du Kacke. Ich habe halt dieses klassische Unity-Interface, was wir hier halt haben, gesehen und habe mir gedacht, ah, Kacke. Das ist wieder so ein ganz billiges Scheiß-Survival-Spiel. Ohne Tiefe, einfach nur schrottig. Es wird glitschen, es wird buggen. Apropos glitschen. Das wird blöd jetzt. Und du musst aber ein Video machen, ne? Also das heißt muss, aber du solltest. Ja, wenn du in irgendeiner Art und Weise weiterhin ein paar Keys vom Publisher bekommen möchtest, dann solltest du ein Video dazu machen. Und ich saß echt da und habe mir gedacht, scheiße. Scheiße. Das Spiel ist kacke. Und jetzt habe ich das ein bisschen gespielt und ich find's geil. Ich find's richtig, richtig gut. Jetzt nicht mega herausragend gut, aber es ist einfach mal wieder so ein Spiel. Weißt du, es ist wieder mal so ein Survival-Spiel, wo ich mir einfach nur denke, yes, endlich mal wieder so ein schnörkelloses Survival-Spiel. Keins, was auf Krampf noch versucht, irgendwie PvP reinzukloppen, sondern einfach ein solides Spiel. Sehr geil finde ich ja auch die Raids. Ich meine, nicht die Raids an sich, die sind beschissen aktuell noch, aber die Tatsache, dass es Raids gibt, meine ich damit, ne? Das finde ich so gut. Das finde ich so absolut erfrischend an diesem Spiel. Die sind zwar aktuell echt mies implementiert, muss man jetzt auch mal dazu sagen, aber es ist erfrischend, dass es das mal wieder gibt. Das finde ich toll. Ja, also das finde ich mega gut. Das gefällt mir. Und ich meine, Sunkenland ist jetzt nicht das ultra mega krasse heftige Superspiel. Absolut nicht. Aber es ist mal wieder erfrischend, ein Survival-Spiel zu haben, finde ich jetzt, das nicht komplett kacke ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es gibt halt echt so viele Schrott-Survival-Spiele, ne? Wo du halt weißt, okay, Entwickler, die haben es jetzt einfach nur, die wollen jetzt die schnelle Mark machen und das war's. Und dann sind die weg. Aber nicht in Sunkenland und das finde ich toll. Bislang zumindest, ne? Also, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und so, aber bislang, ich finde das Spiel einfach sehr, sehr erfrischend.
mal was anderes. So, wir brauchen ein bisschen Wasser. Holen wir mal eben. Blub, blub, blub. Ich hoffe ja wirklich, dass das Spiel eine glorreiche Zukunft vor sich hat. Wäre schade, wenn nicht. Wäre wirklich schade. Ich meine, das Spiel sieht nicht sonderlich schön aus. Und es gewinnt jetzt auch nicht unbedingt einen Innovationspreis im Survival-Genre. Aber es ist einfach mal wieder was anderes. Und das gefällt mir. So. Gut. Also es fehlt uns immer noch Gummi, ne? Wir lagern mal kurz ein. Mal gucken, wird eh gleich wieder Abend werden, denke ich. So. Baumwolle anpflanzen. Wir brauchen jetzt aktuell sehr viel Baumwolle, um den Garten ausbauen zu können. Das wäre nämlich so ziemlich mein nächstes Ziel. Ich glaube, wir bauen jetzt einfach noch ein bisschen und machen hier mal eine Mauer noch drumrum. Kleines Fensterchen. So, wo ist die Treppe? Die Light, meine ich. Hier. Ich weiß gar nicht, klappt das, wenn ich hier eine Tür einbaue? Mal testen. Metalltür. Tür öffnen. Wenn jetzt hier die Tür zu ist. Okay, ich kann von der Leiter aus nicht die Tür öffnen oder schließen. Oder? Kurz mal gucken. Doch, okay. Okay, das klappt. Gut. Es ist nicht unbedingt schön. Aber immer noch besser als nix. Immer noch besser, als wenn wir hier gar keinen Schutz haben. Aber meine Befürchtung ist halt, dass die Mutanten dann irgendwie hier hochkommen und dann dort die ganzen Beete zerlegen. Und das wäre jetzt nicht so geil, ne? Ach so. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, dass die mir hier die Beete zerlegen. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir dann die Tür immer zumachen, ne? Eieiei. So, hier noch ein Fenster rein. Und hier noch eine Wand. Und dann ist das Ding hier schon mal relativ safe. Was ein bisschen doof. Ah doch, klappt. Man sieht's nur nicht. Man sieht das Icon nicht. Okay. Gut. So, hier möchte ich auf jeden Fall ein Fenster haben. Später würde ich das dann ganz gerne wie so ein Glashaus, da drüben zumindest, ne? Da soll dann so ein Glashaus sein. Ich glaube, es gibt Glasbauteile. So, hier sind jetzt zwei Türen nebeneinander, aber scheiß drauf, oder? Wer will mich judgen? Der Mutant von nebenan oder was? Ja, was will er machen, der Mutant? Will er kommen und sagen, deine Basis sieht scheiße aus. Dich greife ich nicht an, weil Kackbasis. Nee, würde er nicht machen. Ne? Würde er nicht machen. Das wagt er nicht. Der Mutant von nebenan.
So. Schmelzen wir ein bisschen Zeug ein. Machen ein bisschen Ordnung. Ordnung schadet gar nicht. So, ich glaube, das ist die Holztruhe. Also die wirkliche Holztruhe, ne? So. Oh ja, die Buschsamen, die brauchen wir auch. Büsche bedeuten sehr viel Holz für uns. Also nachhaltigeres Holz als das, was wir jetzt hier haben. Ich meine, so ein bisschen Holz respawnt ja hier immer, ne? Und die Bäume, aber lieber zu viel als zu wenig Holz. Ich glaube, heute könnten wir tatsächlich mal wieder schlafen gehen. Ja, aber das funktioniert ganz gut, ne? So, jetzt muss ich mal schnell... lass uns hier mal das erstellen. Und dann hätte ich gerne noch, wenn wir schon mal dabei sind, baue ich hier noch ein paar Beete rein. So. Jawohl. Passt. Sehr schön. Forschungstisch. Schwarzpulver. Perkussionspistole meine ich, nicht Percussion-Pistole. Die Percussion-Pistole. Marlinfischhaut für eine Kampfrüstung wäre auch ganz nice. Also ja nur die Forschung, ne? Ach so, apropos Forschung. Fischforschung. Aber hier muss man ganz dringend noch ein bisschen Licht reinpacken. Kriegen wir auch hin. Das machen wir erstmal. Schmeißen wir erstmal was auf den Grill. Dann wird es ja automatisch ein bisschen heller. Und dann bauen wir uns hier... Ja, also stehende Fackeln reichen uns erstmal, glaube ich, ne? Erstmal hier. Dann leuchten wir den ganzen Spaß ein bisschen aus. Na. Ach, toll. Super. Was auch immer das jetzt ist. Bauen wir gleich wieder ab. Ist kein Thema. So. Ja, ich glaube, wir gehen mal schlafen. Guten Morgen. Oh. Ah ne, es ist 5.30 Uhr, ne? Ich dachte jetzt schon. Alles gut. Ich dachte jetzt, es wäre 23.30 Uhr. Was ist denn das andere für eine Zeit? Kann mir das mal jemand erklären? Was ist das denn hier für eine Zeit? Sieht ihr? Verstehe ich nicht. Wir haben 1.05 Uhr hier gerade. Oder ist das die Spieldauer, die ich insgesamt hier habe im Spiel? Oder was soll das? Das kapiere ich noch nicht. Kann mir das jemand erklären? Das habe ich noch nicht verstanden. So. Wir lagern jetzt mal hier ein. Ich schmeiß die Dings jetzt auch einfach da mal, ne, damit es halt weg ist. So. Gut. Ich möchte nämlich looten gehen. Ich brauche Gummi. Lass uns mal hier hinfahren. Weiß nicht, was da ist. Ist das eine gute Idee, frage ich mich gerade. Ah, warte. Falls das jetzt das Mutantenfloß sein sollte, nehme ich mal sicherheitshalber ein paar Armbrustbolzen mit. Dann greifen wir halt das Ding an, ne? So, Segel setzen. Ich glaube, es ist eine Insel.
Ich glaube, da möchte ich nicht hin. Das ist definitiv eine Insel. Ja, da will ich eigentlich... Ah, warte, dann gehen wir... Oder fahren wir... Mal was anders. Hier hinter der... Ah, nee, das ist die Mutantensiedlung. Oh, kacke. Ich meine, die Mutantensiedlung würden wir schon packen, glaube ich. Jetzt habe ich halt auch keine Medizin. Also ohne Medizin will ich halt auch nichts angreifen. Ich glaube, das ist dämlich. Schauen wir mal, was da hinter dem Handelsposten ist, oder? Oh. Ja, das ist die Mutantensiedlung. Wie gesagt, da möchte ich jetzt nicht hin. Ich weiß nicht, warum die rot ist. Das habe ich auch noch nicht so verstanden. Ich glaube, das ist einfach nur feindlich, oder? Ich glaube, das bedeutet einfach nur, hier ist Feindesland. Aber sicher bin ich mir da nicht. So, was ist denn hier? Neptun. Oh, 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 oh. Hammerhai. Komm her. Drecksvieh. Kriegst auf die Schnauze. Habe ich den getroffen? Stirb! Ich glaube, er ist ein bisschen verrückt geworden. Ich weiß nicht, ist er unsterblich oder? Nee. Okay, Haifischhaut, jawohl. Okay, ich lagere das gleich mal ein. Huh! Okay. Schiffi! Geil. Da finden wir jetzt bestimmt geilen Loot. Oh, ist aber auch weit unten, ne? Wird ein schwieriger Tauchgang. So ohne Flasche. Die einzige Flasche bist du, Barbarin. Ja, ja. Oh, hier geht's nicht rein. Hier geht's rein. Ich glaube, hier möchte ich nicht sein. Ah, ist ein bisschen doof, hier ohne Flasche zu tauchen. Das klappt nicht so wirklich, ne? Mal schauen, da unten ist ein Auto. Vielleicht bringt uns dieses Auto ein bisschen Gummi. Wenn wir den Gummi haben, ich glaube, ich weiß jetzt das Rezept nicht auswendig, aber... Mist. Ja, doch. Haha. Schön. Schön, schön, schön. Das sind ja mehrere Schiffe, ne? Das ist nicht nur ein Schiff. Das ist ein Segelschiff. Nee, das meine ich gar nicht. Hier ist nochmal eins. Oh, das ist eine Kiste. Oh, holy. I call that loot. Loot, 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 loot. Das Wrack der Neptun. Ich weiß nicht, was die... Oh, da ist Nummer 1, oder? Krass. Krass. Hier ist nochmal ein Auto. Wow. Ey, das sieht mega geil aus. Ah, schade. Da ist nochmal was unten. Ich weiß nicht, ob das ein Lastwagen ist. Holen wir uns. Könnte Gummi sein. Ah, ist so ein Lieferwagen. Ja, ja. Nicht Lastwagen, sondern so ein Lieferwagen. Der könnte auch noch Gummi haben, oder? Jawohl. Jawohl. Gummi. Nice.
Ey, das sieht so cool aus, ne? Mega geil. Wir werden zurückkehren. Ich werde jetzt erstmal zurück zur Basis fahren wieder. Und dann schauen wir mal, ob wir die... Oh, falsche Taste. Dann schauen wir mal, ob wir die Dings hinbekommen. Die Tauchflasche. Und dann können wir da ein bisschen länger unter Wasser sein. Eigentlich bräuchten wir fast zwei. Vielleicht greifen wir doch irgendwas an. Ich meine, das Mutantenfloß, das haben wir relativ gut hinbekommen letztes Mal, ne? Das war nicht ganz so wild. Mal gucken. Das war's auf jeden Fall wieder für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Like nehme ich gern mit. Und bis dann. Macht's gut. Ciao.